Der Jarvis soll gestürmt sein. Aber das glaube ich erst, wenn ich gesehen habe. Also da zum Einbalsamieren und in einen gläsernen Sarg, ja, und dann hat sie mir von 7 Zwergen bewachen lassen die ganze Zeit, bis ich da bin, ja. Stört sie mir auch nicht in den Sund, dass er nicht da fährt in der Zwischenzeit, ja. Willkommen Österreich! Ahoi! Damen und Herren, das Lachen ist die Sonne, die uns den Winter von dem Gesicht vertreibt. Lassen Sie die Sonne rein mit Dirk Stermann und Christoph Applaus ganz am Anfang der Sendung. 208. Ausgabe von Willkommen Österreich. Nur mehr 92 Sendungen entfernt vom großen 300er-Jubiläum, Stermann. Ah, ich freue mich schon. Ja. Gags, Gags, Gags und 2 fantastische Gäste heute in der Sendung. Multibegabte Mimen, Genies der Schauspielkunst kommen zu uns. Es kann nicht schief gehen. Zu uns kommen Claudia Kottal und Joachim Meyerhoff. Begleitet wird das Ganze von unseren russischen Freunden. Russkaya! Ja. Hurra. Jawohl. Ich darf Sie schon mal bitten, die gesamte Nachbarschaft aus dem Bett zu läuten. Das könnte legendär werden das heute. Das könnte heute Fernsehgeschichte schreiben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, also auf Ihrem Wissenschaftssender ORF1, ja, wo es die profundesten und seriösesten Dokumentationen gibt. Letzte Woche zum Beispiel die Lichtdoku. Das war aber gut. Das war toll. Menschen, die sich nur von Licht ernähren. Ja. Wie hieß das? Fang das Licht oder wie hieß Nein, das? Am Anfang war das Licht eine Dokumentation über Menschen, die sich ausschließlich durch Licht ernähren. Das war das Interessanteste, was ich jemals, oder das Seriöseste, was ich jemals gesehen habe. Entschuldigung? Das war toll. Und ich meine, für diese Lichtesser bricht jetzt eine sowieso so tolle Zeit an. Frühling. Endlich einmal satt essen. Nach diesem scheiß Winter, was kann man da machen als Lichtesser? Kannst du hin und wieder eine Glühbirne panieren? Mehr geht doch gar nicht. Aber hör ich das? Skepsis und was machst du nachts? Gut, du kannst zum Kühlschrank gehen, kurz mal die Tür aufmachen. Aber trotzdem. Es gibt doch die ersten Politiker, die sich auch von Licht ernähren. Stefan Petzner. Ja. Ist doch schön. Ja, der ist sehr schlank. Ja, sehr ist schlank. Da muss man wirklich sagen. Ich merk schon raus, du glaubst an diesen Hokuspokus. Nicht. Ich glaube dran, muss ich wirklich sagen. Und es ist wirklich so, man muss sagen, dass Lichtessen nicht zwangsläufig schlank macht. Nein. Stichwort Marika Lichter. Ja. Die nascht ganz gern an der einen oder anderen Neonröhre, oder? Oder vielleicht an einer ganzen Lichtorgel. Ja. Aber das, ich habe mich da wirklich beschäftigt damit. Ich finde das sehr interessant, auch die Diskussion nach der Dokumentation mit den Experten. Feuerstein hat moderiert, der Name passt ja auch ganz gut. Ja. Ja. Die Lichtnahrung, das muss man wirklich sagen, ist medizinisch unangefochten. Ja? Lichtnahrung ist wirklich gesund, nahrhaft, pferdefrei. Ja. Glaube ich, oder? Ja, man muss natürlich aufpassen, dass man genug Licht zu sich nimmt, weil wenn das nicht der Fall ist, wird man magersüchtig oder, wie man in Lichtesserkreisen sagt, unterbelichtet. Ja? Ja, die Lichtesser sind jetzt natürlich aufgrund dieser Dokumentation und aufgrund der Ausstrahlung dieses Films im Aufwind. Und die Lichtesser haben jetzt eine Plakataktion gestartet, die wirklich seinesgleichen sucht. Sehen Sie, dieses Plakat hier ist was Gescheites. Und wir freuen uns schon auf die Weihnachtszeit. Licht ins Dunkel. Ist da jemand? Wenn das kein Wortspiel ist. Wahnsinn. Du, ja, danke schön. Ja, ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen, unter Tage. Darum kenne ich mich auch nicht so richtig aus. Grissmann, du hast ja Schulbildung. Du kennst dich besser aus bei den meisten Dingen. Das heißt, du weißt wahrscheinlich auch eine Frage, die ich habe. Da kennst du wahrscheinlich die Antwort. Welchen Aggregatzustand hat eigentlich Licht? Da bin ich jetzt auch überfragt. Das delegiere ich gern weiter.
Wie nennt man die drei klassischen Aggregatzustände? Fest, flüssig und spiralförmig, gasförmig oder unförmig? Maria. Drei Glas. Jetzt die Antwort. Unförmig. Wer zu viel Licht isst, wird unförmig. Stefan, ich glaube, dass wir bald in diesem Land einen Minister haben werden, der aus dem Team Stronach kommt. Ja. Team Stronach, Sie haben es mitbekommen, ein Riesenerfolg in Kärnten und in Niederösterreich. Ja. Oder eine Bewegung, die wirklich toll ist. Oder? Ja. Und ich finde den Stronach erstens gut, aber die Nummer zwei hinter Stronach finde ich eigentlich am allerbesten. Ernest Gabmann. Junior, ich sage extra Junior, damit man ihn nicht verwechselt mit Ernest Gabmann Senior. Ist das sein Vater? Ja. Ja. Ernest Gabmann Junior ist die Nummer zwei im Team Stronach, der neue starke Mann in Niederösterreich. Den haben sie jetzt mehr oder weniger gewählt und er geht nimmer aus! Wir werden uns in den nächsten Wochen hineinknien, dass wir uns auch richtig schön breit machen in dem Land und da kriegt uns keiner mehr aus! Hey, mehr! Ja, endlich ein sympathischer, starker Mann. Gott sei Dank. Für Österreich. Es ist so sehr, wünschen sich die Leute starke Männer. Ja, die Österreicher wünschen sich einen starken Mann, haben Sie vielleicht mitbekommen. Eine Umfrage, der Standard hat das, glaube ich, initiiert. Da kam raus, 42% der Österreicher finden, dass unter Hitler nicht alles schlecht war. Ja, 42%. 42%. 58% dagegen finden das Autobahnnetz in Österreich eigentlich ganz okay. Du, nenn mich naiv, nenn mich einen Träumer, aber ich bin irgendwie ganz froh, dass wir hier die Demokratie haben, ganz ehrlich. Und unser demokratisch gewählter Bundespräsident, der übrigens privat dich ganz gerne nachmacht, ist zurzeit im Ausland. In Tadschikistan besucht er seinen Amtskollegen dort, so sieht er übrigens aus. Das ist er, der Präsident von Tadschikistan. Heinz Fischer führt offensichtlich ein Doppelleben. Hier bei uns, Präsident von Österreich, sobald er sich die Brille abnimmt, Präsident von Tadschikistan. Ja, ja, da lacht der Pröll Senior. Ne? Ich sag Pröll Senior, damit man ihn nicht mit Pröll Junior verwechselt. Mhm. Ich habe jetzt gerade im Zuge der Kärnten- und Niederösterreich-Wahl sehr oft Zeit im Bild geschaut, Abkürzung ZIP. Übrigens bin ich erst kürzlich draufgekommen, ZIP. Und aber wieso? Ich bin draufgekommen, dass die ZIP, Sie vielleicht auch, wenn Sie Zuschauer der ZIP sind, dass die ZIP jetzt immer öfter in letzter Zeit Probleme mit Grafiken hat. Es geht leicht bergauf, schauen wir gleich mal nach Wien. Der ATX hat einen völlig falschen Wert, 4,43% wäre schön, stimmt aber nicht. Da muss ich jetzt auf meinen Zettel schauen. Es sind insgesamt 0,3%, die steigen. Schauen wir, was die Grafik für Deutschland behauptet. 0,0%, stimmt auch nicht, das sind 0,3%. Und für den Eurostock 50 sagt die Grafik sicherheitshalber gar nichts mehr. Ich sag's Ihnen, es sind plus 0,4%. Lassen Sie sich nicht verwirren, was da steht. Es stimmt, was ich Ihnen gesagt habe. Ja, sehr souverän reagiert. Ja, hat er cool gemacht. Oder? Das ist der Bornemann, gemacht. Kollege Bornemann. Ich glaub, ja. Sehr cool. Cool. In der Live-Situation, nämlich. Wobei man sagen muss, ich rede wirklich ungern über meinen Auftraggeber, aber viele Kollegen haben auch Probleme, obwohl die Grafik stimmt. Rund 280 Menschen in Österreich spenden regelmäßig Blut. Das reicht meistens, um den Bedarf von rund 450.000 Blutkonserven pro Jahr zu decken. Man muss vielleicht sagen, dass Nadja Bernhardt bei dieser Moderation ein bisschen unkonzentriert war, weil kurz bevor sie das aufgenommen hat, habe ich ihr meine Nacktfotos geschickt. Aber vielleicht stimmt's auch. Ist es wirklich so, dass 280 Menschen verantwortlich sind für 450.000 Blutbeutel? Das ist immer ein halber Liter, oder? So ein Blutbeutel. Ja. Wie viel das würde ja bedeuten, dass jeder Einzelne 800 Liter Blut pro Jahr spendet. Kein Wunder, dass kaum mehr wer spenden will. Ja. Stimmt, aber ich rechne das nochmal durch. Apropos Blut. Hermann Nitsch, der Blutkünstler, ist Opfer eines Überfalls geworden. Ja, in seinem Schloss oder in seiner Burg in Niederösterreich wurde eingebrochen. 500.000 Euro Schaden ist dabei entstanden. Gott sei Dank hat Hermann Nitsch ein Phantombild anfertigen können von den Tätern. Das ist natürlich furchtbar. Ich meine, da wurde eingebrochen. Hat er sich natürlich auch zu Recht, wie ich finde, auch in die Hose geschissen. Aber er hat die Hose dann für 80.000 Euro ans Mumok verkauft. Das war auch eine Schockmeldung aus London, oder? Hast du es gelesen? Queen Elizabeth war im Krankenhaus wegen Magen-Darm-Problemen. Ja, in der Pressemeldung stand, Erbrechen und Durchfall aus allen Rohren. Wahnsinn. Ja.
Als das veröffentlicht worden ist, dass am Thron jemand sich übergibt und sich anscheißt, hat das Personal im Buckingham Palace gedacht, oh, ist Prinz Harry zu Besuch? Ja. Wenn keiner lacht, einer lacht. Ja. Und das, Dankeschön. Und dass Sie so enthusiastisch reagieren auf diesen Witz, das ist natürlich von uns gewusst gewesen. Wir recherchieren vorher, was Ihnen zu Hause gefällt. Und wir haben ausgeschickt unsere beiden Mitarbeiter Max und Marc. Und die suchen ständig, sammeln die Feedback über die Sendung. Das haben sie auch diese Woche getan. Hallo, wir sind vom Willkommen in Österreich Kundendienst. Lachen Sie gerne? Ich spreche nicht Deutsch. Doch? Nein. Aber das ist Deutsch. Wie oft schauen Sie? Willkommen in Österreich. Na ja, jeden zweiten Tag sicher. Ja. Ich sehe das nie. Wieso nicht? Na, weil es überhaupt spät ist. Wann gehen Sie ins Bett? Um 10 herum. Da läuft genau die Sendung. Eben. Wenn Sie eine Stunde länger aufbleiben würden. Na ja, gut, aber wenn ich früher schon gelacht habe, war ich nicht bis 10 vor. Wie oft haben Sie schon Willkommen in Österreich gesehen? Hey, ich kann es nicht sagen. Ich müsste lügen. Mhm, bitte. Lügen Sie einfach. Dreimal, viermal, also als Kind. Meiner Oma. Stermann oder Grissemann? Welcher ist der aus Deutschland? Stermann. Anna Grissemann. Grissemann würde ich sagen. Mhm. Wieso? Sympathischer, kommt sympathischer rüber. Mhm. Ist Stermann unsympathisch, weil er Deutscher ist oder einfach grundsätzlich? Grundsätzlich. Ja. Endlich sag's mal einer. Ja, endlich. Vielen Dank. Ich werde daran arbeiten, ich nehme das alles sehr ernst. Solidaritätsapplaus, ja, den ich brauchen kann. Ja. Unsere Gäste heute, Joachim Meyerhoff und Claudia Kotterl. Das ist übrigens das Buch von Joachim Meyerhoff. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Unglaubliches Buch, das ist keine Kaufempfehlung, das ist ein Kaufbefehl. Ja. Er wird uns gleich von diesem Buch berichten. Vorher macht Stermann noch einen Witz, der wirklich gut ankommt. Na, Claudia Kotterl ist ja zurzeit als Cop auch im Fernsehen zu sehen. Ja. Und die Cops haben zugeschlagen. Sie haben eine Cannabis-Indoor-Plantage gefunden und aufgedeckt. Und hier die dazugehörige Meldung, schauen Sie mal, die haben wir gefunden. Echte Meldung von ORF. Echte Meldung und ganz hübsch die Formulierung am Ende des Berichtes. Die Pflanzen der Plantage werden laut Polizei getrocknet, verpackt und dann dem Landesgericht übergeben. Wahrscheinlich in kleinen Säckchen zu je 15 Euro das Stück. Und Kollegen von uns aus unserer Redaktion haben dann angerufen im Landesgericht und wollten fragen, ist das alles eh gut weggesperrt? Und die Frau am Telefon hat gesagt, sicher, Alter, sicher. Kein Stress, alles chilling. Gut, wie ich das gemacht habe. Ja, sehr, wenn du Wiener Dialekt nachmachst, das ist echt das Peinlichste. Alles in Ordnung, schaust dir nix. Auch nicht gut? Schaust dir nix. Schaust dir nix. Scheiß dir nix. Ich find's sehr gut, wie ja, ich das mache. Nein, ich find's lieb. Was heißt lieb? Ich find's lieb. Also ein Tatort gesehen mit Til Schweiger. Du vergleichst mich jetzt nicht mit Til Schweiger, oder? Nein, das ist ein Star. Na, aber da hat man auch praktisch nichts verstanden. Ja. Wieso auch? Ja, versteht man bei mir nichts? Wenn du wienerisch nachmachst, ist echt peinlich. Mach noch mal was. Sing mal ein Wiener Lied. Wann ja mal stirb, stirb, stirb. Mir ist mit Fiakatron. Nein, das ist und schon dabei falsch. Zieh dann Schlong. Das ist schon falsch. Es heißt wieso? Nicht, weil es nicht kein hartes T ist, sondern ein weiches Drogen. Mir ist mit Fiakatron. Drogen sind Drogen, hab ich gerade erzählt. Cannabis. Schaust dir nix. Was war denn noch so los? Der Papst, haben Sie vielleicht mitbekommen, wird ja heute vielleicht schon, ist schon gewählt vielleicht. Ne? Heute sind die Kardinäle alle zusammengekommen. Ich krieg das gar nicht so mit. Ist der neue Papst schon im Amt? Nein, der weiße Rauch ist, glaube ich, noch nicht da, aber wir sitzen jetzt hier parallel dazu. Also Sie sitzen schon dort. Und viele haben sich ja gefragt, warum ist der Papst eigentlich wirklich zurückgetreten? Man wusste es ja nicht so genau. Er ist zurückgetreten, sagen viele, in Wahrheit wegen eines homosexuellen Netzwerkes im Vatikan. Und jetzt haben italienische Medien berichtet, wie dieses Netzwerk heißt. Es heißt Katholische Kirche. Ja. 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 Aber die Frage ist durchaus berechtigt. Was ist eigentlich los? Ist der neue Papst schon im Amt? Fragezeichen. Ich weiß es nicht genau. Und deswegen fragen wir jetzt unsere liebe Rom-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder, was gibt's denn Neues, was die Papstwahl betrifft?
Ja, schönen guten Abend. Ich kann Ihnen leider auch nichts Neues berichten. Das Einzige, was ich berichten kann, es steht in den Büchern, der wahre Rücktrittsgrund des Papstes darf erst dann verkündet werden, wenn das Konklave begonnen hat. Und es ist jetzt soweit. Insofern zeigen wir Ihnen jetzt den wahren Rücktrittsgrund des Papstes, Benedikt XVI. Servus, wir heute wieder arbeiten auf meine alten Tage. Oh, da sind wieder viele Leute, haben die keine Arbeit? Ihr habt ja so viel Zeit, sonst wärt ihr nicht am Nachmittag schon hier. Ich habe leider keine Zeit, ich muss meinen Arsch immer in Bewegung halten, damit die Knete stimmt. Ui. War das Mikro offen, haben Sie das gehört? Das war nur Soundcheck. Lorem ipsum dolor, lorem ipsum dolor sit amet. Stolpisserand links, Stolpisserand rechts, vorne, hinten und das ab. Entschuldigung, heiliger Vater, dass ich Sie hier kurz störe. Ich bin der Steuerprüfer des Vatikan. Sie haben ja soeben gesagt, dass Sie den Arsch immer in Bewegung halten müssen, damit die Knete stimmt. In Ihrem Steuerakt haben Sie jedoch angegeben, die letzten 8 Jahre hätten Sie nur von Gottes Lohn gelebt. Das glauben vielleicht diese beiden Clowns hier, aber wir vom Fiskus glauben das nicht. Wir haben jetzt nachgerechnet, Pi mal Daumen schulden Sie uns 3 Millionen Euro. Bitte um sofortige Überweisung. Gehen Sie, in diesen Steuerbriefen müssen wir loswerden. Holen Sie den Exorzisten. Scusi, Signora, ich bin ja nicht Exorzist, ich bin Exekutor. Ich kann gerne Ihnen sagen, wenn Sie nichts zahlen wollen, 3 Millionen Euro, dann winkt Ihnen 8 Jahre im Kerker in Engelsburg. Aber ich kann Ihnen machen ein Angebot. Unter 4 Augen, dass du nichts kannst ablehnen. Lieber Papa, ich habe eine Amigo und eine Amigo von dieser Amigo und noch eine Amigo, der hat eine klitzekleine Bäckerei, capito? Und wenn du, Papa Benedikt, jetzt zurücktrittst, dann kommt eine Konklave und während der Zeit von Konklave sind viele, viele Menschen auf Peters Platz und die haben Hunger und Durst und wenn du verkaufst Brot, Bahne und Wasser, dann machen wir große Gewinn und wir können teilen und deine Steuersuld ist quittiert. Capito, machst du das Tritt zurück? Kindchen, Kindchen, wo sind's? Heiliger Vater, die Notfallsrede lesen jetzt. Aus gesundheitlichen Gründen sehe ich mich leider außerstande, das Amt des Heiligen Stuhls weiterhin entsprechend auszuführen. In diesem Sinne erkläre ich meinen Rücktritt. Ciao. Heiliger Vater, da ist das Auto für die Wecker. Steig's auf. Ja, gib mir's gleich an. Brezen, frische Brezen. Brezen, frische Brezen. Mit Aufstrich und auch trocken. Habt's Mitleid mit den Steuersünder Brezen. Maschek, meine Damen und Herren. Vielen Dank, das also die News aus dem Vatikan. Und meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, heute 2 atemberaubende Schauspieler zu Gast in Willkommen in Österreich, Joachim Meyerhoff und Claudia Kotterl. Und was diese beiden außergewöhnlichen Menschen eventuell miteinander verbindet, hat unser lieber Apotheker Edlinger exklusiv für Sie herausgefunden.